Ich habe das Ali ausprobiert. Das ist also die Ali-Übung vom Buch, weil ich manchmal Aggressionsprobleme und die Übung hat mir eigentlich sehr gut geholfen. Ist A steht für Ausatmen, ist L steht für Lachen und I steht für Innehalten. Also, dass man mal in sich hineingeht und über was nachdenkt und so. Also, als erstes probiere ich mich zu beruhigen. Und versuche zu lachen, also an schöne Sachen zu denken. Und dann beruhige ich mich eigentlich ganz schnell wieder. Zum Glück habe ich jetzt nicht mehr so Probleme. Deswegen muss ich es jetzt nicht mehr so oft machen. Meiner Schwester habe ich es auch mal vorgeschlagen, meiner kleinen Schwester. Und bei ihr hat es auch funktioniert. Ja, einmal mit der Ali-Übung kann man sie in gute Stimmung bringen. Oder auch, wo man so ein bisschen um einen dumm schaut, wo es so, jetzt zum Beispiel ist der Schnee wieder da, oder die Vögel kommen jetzt wieder aussehen, oder die Insekten auch. Und das bringt mich oft auch in gute Stimmung, weil, ja, ich entdecke halt einfach was Neues und dann bin ich glücklich drüber. Man schaut so, was man so sieht, weil wenn man traurig ist, dann sieht man nicht so wirklich was, weil wenn man glücklich ist, dann sieht man viel mehr, weil man viel mehr wahrnimmt und das alles viel lustiger ist, wenn man so schaut und so. Und da haben wir so malen müssen, was wir sehen und das habe ich auch ganz lustig gefunden. Also ich habe herausgefunden, dass meine Stärke so ein bisschen beim Malen liegt. Also ich kann schon eigentlich ganz gut malen und das habe ich in letzter Zeit herausgefunden. Das Buch hat sehr viel Infos über, wie man sich besser in gute Laune bringen kann oder was. Durch das Buch kann man auch voll gut seine Interessen finden, weil da aber Übungen drin sind. Und man entdeckt ein bisschen mehr, was am selber sehr besonders ist, weil ich davon noch nie so richtig drüber nachdenkt, wer oder was mir eigentlich so besonders ist. Aber jetzt weiß ich, dass mir meine Freunde und Familie eigentlich am wichtigsten ist. Und das habe ich eigentlich auch durchs Buch herausgefunden. Ist auch so eine Übung, dass man die Sinnesorgane und so besser versteht. Zum Beispiel, dass man langsamer isst, dass man auch schneller weiß, wenn man satt ist und dass man das Essen mehr genießt. Und hoppala, das habe ich auch mal ausprobiert und das ist voll cool, weil zuerst habe ich aber so viel gegessen und habe nie richtig mitgekriegt, wann ich jetzt früh war. Und dann habe ich mal probiert, langsamer zu essen und dann habe ich gar nicht so viel gegessen und war voll schnell voll eigentlich. Mhm. Und so sind da auch voll coole Sinnesorgane. Also beziehungsweise da sind alles Sinnesorgane, so wie Gefühle, Hören, Riechen. Und da war so eine Übung. Also wir sind da in den Religionsraum gegangen und da waren so verschiedene Stationen. Zum Beispiel einmal haben wir uns die Augen verbunden und haben etwas gegessen und haben erschmecken müssen, was für Essen das ist. Die Übung war eigentlich ja nicht die schwerste, aber auch nicht die leichteste, weil es gibt ein paar Essen, die fast gleich schmecken. Und ja, aber ich habe glaube ich alle erraten. Oder wir haben einmal blind einen Gegenstand erfüllen müssen. Zum Beispiel war dabei so ein kleines Spielzeugauto
Dann ein Wattestäbchen und sowas. Und hören haben wir auch was müssen. Unsere Partnerinnen haben was auf den Boden geschmissen und wir haben dann erhören müssen, was da auch gefallen ist.